Zum Thema Goldreserven. Wie wird entschieden, wie viel hier in Frankfurt gelagert wird, beziehungsweise woanders? Wenn ich richtig das in Erinnerung habe, ist es London und New York. Und trägt das auch zur Staatssicherheit bei? Es hilft sozusagen Ihr Vertrauen, hoffentlich, würde ich sagen, Ihr Vertrauen in unsere Bilanz zu steigern. Wie sieht so ein Goldlagerstättenkonzept aus? Und da gibt es verschiedene Argumente. Was kostet uns die Goldlagerung? Wie kann man das Gold einsetzen an dem entsprechenden Lagerort? Also wir wollen Gold natürlich auch an Goldhandelsplätzen halten, damit man im Fall der Fälle das Gold umwandeln kann in Devisen beispielsweise. Also Kosten, Goldhandelsplatz und dann ist die Frage noch Sicherheit. Also wie sicher ist das Gold, ist auch ein Argument.